So, sind wir drauf. Jawohl, läuft einwandfrei, sind wir drauf. Jawohl, servus und habadere. Ja, Monat Juni. Juni ist normalerweise Pflanzzeit oder Aussehzeit für einen Salat. Wir haben den schon einen Monat früher. Mai, im Mai ausgesät, hat es so gesehen. Ins Feld aussehen, in den Garten aussehen, haben wir unsere Schlauen, unsere Reihen, also Schlauen sagen halt mir dazu, ne? Voll Salat auspflanzt oder ausgesät mit dem Sommer. Der ist jetzt schon aufgegangen und hat es gesehen, jetzt haben wir aus der Reihe, aus der Schlauen raus, also vereinzelt, versetzt in ein neues Bettel. Ja, das sollte man aber machen. Weil die natürlich sonst die einzelnen Stammel, die einzelnen Pflanzl, sonst Konkurrenten gegeneinander sind, wenn sie so nah beieinander sind in der Reihe drin. Darum tut man die aber raus und tut man es halt dann einzeln, die einzelnen kleinen Salatpflanzeln auch verpflanzen in ein neues Bettel. Genau, das haben wir jetzt da. Das Bettel einfach vorwässern, ganz wichtig, vorwässern und noch die Ausstecher und dann da ganz normal einsetzen. Nichts dabei, aber sollte man machen, dass die gleichmäßig groß werden und dass man einfach da keine Probleme kriegt, ne? Mit dem Licht und so weiter. Nehmen sie sonst einfach das Wasser und das Licht weg, ne? Wisst ihr selber, jawohl, einmal frei. Genau, und jetzt, ja, Juni ist auch die Zeit allem, wo man beim Pfirsichbaum ein bisschen was tut. Ja, da hat sich auch einiges da. So schaut er jetzt aus, der Kamerad. Seitdem die Sonne da ist, da schießt der wie die Sau. Der schießt wie nimmer was. So, sieht man Früchte dran. Also tatsächlich, der trockt wie ein Waldmeister heuer. Jawohl, da freue ich mich schon drauf. Mei, das wäre ein guter Pfirsich. Was mir ein bisschen komisch kommt, aber das haben unsere anderen Pfirsichbäume auch. Und zwar die Bladl da, wenn man das sieht, die schrumpelt es direkt zusammen. Ich meine alleweil, dass das normal ist, weil das hat der andere Baum auch, der hat uns bis jetzt nichts gefällt. Aber vielleicht weiß einer von euch, warum es das so zusammenschrumpelt. Dann schreibt es gerne unten einmal rein, schreibt es gerne unten in die Kommentare, warum vom Pfirsichbaum die manche Bladl so ausschauen. Na, schön, oder? Das ist bloß zur Hälfte eingeschrumpelt. Entweder ist das erkrankt, ich darf aber sagen nicht. Ich weiß es auch nicht, ne? Vielleicht war es einer von euch, schreibt es unten rein. Aber bisher schaut es gut aus. Der Stamm ist auch relativ trocken. Unten, ganz wichtig, alleweil aussicheln, das Unkraut weg. Dass der von unten her nicht, mein Gott, nein, so sollte man es halt nicht tun, ne? Dass da einfach nichts anstockt und Zeug. Aber sonst trockt der einmal frei durch. Also, ja, mein Gefühl sagen, die Früchte, die jetzt da drin sind für das Bammerl, die sind viel zu viel. Weil da hat man jetzt da zum Beispiel an dem Ost schon einmal drei Früchte fast hintereinander, die sind zu viel, sagen viel sagen, mein Gott, pro Trieb, alle 10 cm, also mal, sagen wir mal so eine Länge, darf bloß eine Frucht sein. Ja, schau her, da kommt ein Insekten im Engs auch, nehmen wir frei. Pro 10 cm sollte man da eine Frucht haben, also pro ungefähr so eine Frucht. Jetzt sind da an einem, innerhalb 10 cm drei Früchte, das sollte eigentlich nicht sein. Das sagen voll. Das sollte man pro Trieb alle 10 cm bloß eine Frucht sein, wie gesagt. Ich muss aber ehrlich sagen, ich hab das noch nie weggezwickt. Also ich bin alleweil gut gefahren, weil ich es wachsen lernen habe. Ob jetzt auch ein Unterschied ist, dass wenn man die wegzwickt und die Pfirsich sollen dann sesser werden oder sollen größer werden, das weiß ich eigentlich nicht. Also kann ich eigentlich nicht bestätigen. Ich habe es einfach so wachsen lassen, weil viel da so halt Früchte ausbildet, von die Triebe, von die echten Fruchttriebe raus, weil das wird der Baum schon selber wissen, ne? Was er packt und was nicht. Ich bin alleweil ein Fan, ein bisschen der Natur im freien Lauf zu lassen. Und klar, man muss ein bisschen schauen, dass, wie man eingreifen muss. Besonders in Holztrassen, wenn man Boschen pflanzt, noch ein bisschen ausmachen, klar, man muss einen Hauchhelfer, aber wenn es noch so stammelt, da stehen, wie der jetzt,
da sollte man ja nicht schon ein bisschen das selber überlassen. Ich bin ein bisschen ein Fan von der Naturverjüngung bzw. Natur selber entscheiden lassen, was will. Ne? Kann jeder machen, wie er will. Ich bin da damit eigentlich bisher gut gefahren. Ja, wie gesagt, die Seiten da, also bei der Seite, das ist Südseiten, da brennt es her, da hat er auch mehr. Anscheinend kriegt er da mehr Licht und dann bilden sich die eigentlich die Früchte gut aus. Auf der anderen Seite, auf der Rückseite, schaut es ein bisschen mager aus, aber das macht nichts. Weil zu viele Früchte, wie gesagt, das ist auch nichts, also der reguliert sich schon gut. Also ich darf mal sagen, das von der Fruchtanzahl, das kann der gut der Backer. Ne? Dann noch ein paar kleine Stupsel. Aber ansonsten schaut er relativ gut aus. Also bin zufrieden. Immer frei. Freut mich. Brutal. Was man jetzt da noch sieht, ja, Libelle. Das mache ich. Wisst ihr das? Da einfach einen Pfirsichbaum herstellen und nicht bloß da aus mir die Früchte noch haben. Natürlich auch ist das für die Insekten brutal. Brutal. Einwandfrei. Das freut mich aber, wenn ich sehe, da vom Weiherasser hockt sie eine Libelle hier, jetzt hockt sie sich her. So, einwandfrei. Also, das vergeht, da geht mir das Herz auf, ne? Da geht das Herz auf bei sowas. Die Kinder da Heimatfinder, Insektenlibellen, Käferle, alles Mögliche und die haben wir frei drauf und wir auch. Ja, so geht's. Ne? Aber was ich jetzt da noch gesehen habe, den habe ich auch im Frühjahr zugeschnitten. Kann man im Herbst machen, kann man auch im Frühjahr machen. Ich mag es alle im Frühjahr oder im Herbst, ja, weil es mir gerade ausgeht. Das kann man jetzt nicht direkt sagen. Aber noch kriegt der Wasserschüsse. Also ich weiß nicht, wenn man das auf Hochdeutsch sagt, also Wassergeschosse oder wie, die sind noch Schneutrieb, die machen halt Wasserschüssen, weil wenn du ihn zuschneidest, dann reagiert der Baum ganz instinktiv danach halt einmal. Ich habe eine Verletzung, jetzt muss ich schauen, dass ich neue Trieb herbringe, dass ich mein Fortbestehen sichert. Also ganz eine schlaue Geschichte eigentlich von so einem Baum. Das haben alle Baum so an sich. Also das heißt, wenn du was wegzwickst, dann reagiert der und sagt, jawohl, ich schieße neue Trieb raus. Und das sind solche zum Beispiel. Also so Wassergeschosse, das sind eigentlich kein richtiger Stamm und das wäre dann nichts Gescheites. Das sind einfach nur Blindgänger. Also ich sage auch Blindgänger dazu, weil da kann nichts Gescheites draus werden. Die wachsen auch direkt unten oder am Stamm außer. Da sieht man, dass das eigentlich nie was Gescheites werden kann, weil, ja mei, der herum spült muss ich. Ja? Und dann sollte man die einfach rausreißen. Also das hört sich ein bisschen brutal an, aber sollte man tatsächlich so machen. Also solche, der ist jetzt schon fast zu groß, den lasse ich jetzt drinnen da. Der wird schon, das passt schon. Aber solche Sachen da, wie das da, die sollte man direkt rausreißen. Also fast rausreißen ist besser wie rausschneiden. Weil dann werden gleich, dann reagiert der Baum wieder und verschließt die Wunden sauberer. Habe ich auch schon probiert mit Anschneiden, ist tatsächlich so. Also rausreißen ist in dem Fall tatsächlich besser. Also ganz einfach, nimmt man so, zack, weggerissen und dann ist auch das von dem her sauber. Also dann schneidet man nicht in den Rinden rein und so weiter. Also einfach noch, ja, aber nur ein bisschen anschauen. Ja, das sind ganz normale Wassertriebe, die zack, wegreißen. Und dann hat der Baum einfach in der Hinsicht die Laus. Ja. In dem Fall ja, kann man auch drauf hängen lassen, aber die Erfahrung zeigt, dass man die wegreißen soll, dann das nimmt einfach die Belastung weg, sagen wir es so. Genau, eine Belastung vom Baum weg. Und die Wunden, die war er da dann jetzt hat, die verschließt er wieder, da fällt sich nichts. Genau, die sollte man alle wegreißen, aber ein bisschen schauen. Die verholzten, die kleinen, die nicht wegreißen, weil die sind schon tot. Das heißt, da wird es schwerer, dass er die wieder die Wunden schließen kann, weil ja sozusagen der Fruchtsaft, der war da reingegangen in das Astel, in das kleine, vielleicht sieht man es ein bisschen, das ist schon vom Baum abgestellt worden. Also das heißt, wenn man jetzt den wegreißen tat, dann darf die Wunden nicht mehr gescheit verschlossen werden können. Also es darf viel länger dauern, wie die Kräner, die wir jetzt da weggerissen haben. Darum lasse ich die stehen, das sind halt auch so Verkümmerte, die lasse ich stehen, weil die tun auch nichts, ne? Die machen auch nichts.
Jawohl, so viel zum Pfirsichbaum. Ein bisschen was, wie meine Erfahrungen waren bis dahin. Da ist das mal ein bisschen ein kürzeres Video geworden. Einmal eine Woche ist es so, eine andere ist es so. Es ist brutal heiß, da ist es schwer, dass man sich drasten aufhält, dass man irgendwas im Garten macht, weil natürlich bis zu 5 Minuten drast, dann bist du schon nass von lauter Schweiß, nicht? Genau, von dem her lasse ich es ein bisschen ruhiger gehen bei dieser Hitze. Aber mich freut der Hitze trotzdem, weil natürlich das auch alles in den Teich schöpft. Der Pfirsichbaum geht auf, das Gras wächst, jawohl, das gefällt mir alles. Von dem her, schön, wenn es regnet, aber auch schön, wenn es wieder so warm ist. Man muss ja halt ein bisschen aufpassen, was halt Frau Holly mit uns vorhat, nicht? Der gibt den Ton noch. Wir haben bloß die auch irgendwie das nutzen. Ja? Jawohl. Ich sage wieder einmal Dankeschön, wie gesagt, fürs Zuschauen. Wenn euch solche Videos gefallen, dann abonniert gerne den Kanal. Das würde mich sackrisch freuen. Bewertet die Videos positiv. Ich sage vielen Dank. Haltet die Ohren steif. Bleibt alle gesund, ist ganz wichtig. Und ich meine, ich bringe jetzt da rein, dass ich mich ein bisschen abkühlen kann. Oder? Möcht ihr mit? Aber deri aus dem Kronwilli. Bis zum nächsten Mal. Servus. Schöne Erfrischung, oder? Schöne Erfrischung. Und ab, springen wir rein.